Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben endlich Klarheit über das neue, lang erwartete, es wird großartig, das modernste COD aller Zeiten, das beste COD aller Zeiten, Hype Hype, Call of Duty 2023. Nachdem lange, lange alle davon ausgegangen sind, dass Activision dieses Jahr eine Pause macht und wir mit Warzone 2 und MW2 ins nächste Jahr gehen, bis dann Treyarch 2024 ein neues COD macht, ist es jetzt so gekommen, dass Treyarch vor circa 8 Wochen verkündet hat, dass Sledgehammer Games verantwortlich sein wird für ein COD-Full-Release-Titel, das dieses Jahr kommt. 7. November soll wohl Release sein. Und wir haben lange überlegt, welchen kreativen Namen diese Idioten von Activision dafür haben. Und wir haben überlegt, ob das eventuell Modern Warfare 2.5 ist, Modern Warfare 2.0 Remastered, Modern Warfare Reloaded oder, denn wir wissen eins, es wird ein Sequel zu Modern Warfare 2 sein. Wir werden dieselbe Engine haben, wir werden dieselbe Grafik haben, eigentlich dieselben Gameplay-Elemente. Es wird nichts anderes sein als Scam. Das schon mal vorab. Es wird kein gutes Call of Duty sein. Es wird nichts anderes sein als einfach nur ein DLC vom jetzigen Call of Duty mit vielleicht ja MW3-Karten mal, die sie jetzt mit MW2-Karten eigentlich dieses Jahr schon hätten raushauen sollen und das aber nicht machen, weil sie dann lieber das Ganze strecken und ins nächste COD reinballern, was auch eine neue Warzone-Karte bekommen wird. Und zu der neuen Warzone-Karte sollen die alten Gameplay-Mechaniken sein. Das heißt, auch da hat man nicht viel draus gelernt. Al-Masra, eine, finde ich, sehr gute Warzone-Karte mit den schlimmsten Gameplay-Mechaniken aller Zeiten. Das Ganze wird aber übernommen. Witzigerweise konntet ihr eure Skins auch nicht aus MW19 und Vanguard und so übernehmen. Dieselben Skins, die ihr nicht übernehmen konntet, schon bezahlt habt, könnt ihr jetzt in Modern Warfare 2 aktuell kaufen, neu. Das heißt, nein, ihr konntet sie leider nicht übernehmen, aber kaufen könnt ihr sie neu. Das heißt, ganz viel Spaß damit. Das neue COD MW3 soll unter der Leadführung von Infinity Ward bleiben, was Activision heute erst bekannt gegeben hat. Was bedeutet, nicht Sledgehammer ist hauptverantwortlich, sondern ja im Prinzip Infinity Ward entscheidet nach wie vor, wie das Gameplay aussehen soll und Sledgehammer kriegt zu sagen, fuck off guys, do what we want. Das könnte dafür sorgen, dass wir wieder keinen Totenstille haben, wieder keine Red Dots auf der Karte, wieder langsames Movement oder gar kein Movement, extreme Time to Kill oder. Oder Sledgehammer setzt sich mit einzelnen Entscheidungen durch, dann vermute ich aktuell wird es so eine Art Vanguard 2.0, schrecklich, schrecklich andere Karten. Ihr seht die Vorfreude auf das, was wir kriegen. Ich meine, Sledgehammer hat ja auch ganz so, ich glaube, 8 Monate Zeit für die Entwicklung gehabt. Wir sehen ja bei dem Most Modern Warfare 2, was wir jetzt von Infinity Ward haben, dass auch 3 Jahre nicht ausreichen, wenn leider Idioten an der Arbeit sind. Idioten bei den Entwicklern, die diese Gameplay-Entscheidung treffen und Idioten beim Publisher, der die Richtung vorgibt. Modern Warfare 3 wird eine Beta haben. Modern Warfare 3 wird eine Kampagne haben. Die Kampagne soll im Prinzip eine 1:1 Fortführung von dem Ende von der Kampagne von Modern Warfare 2 sein. Und ich persönlich finde, dass die Kampagne in Modern Warfare 2 wahrscheinlich noch eine der besseren der letzten Jahre war. Mir hat sie sehr gefallen. Cooles, offenes Ende, wo vieles noch möglich ist. Da werden sie 1:1 anknüpfen und werden euch 70 oder 80 Euro dafür aus der Tasche ziehen wollen. Ob sie über Steam oder Battle.net läuft, keine Ahnung, ich vermute, dass sie bei Steam bleiben. Ich weiß nicht, ob es da einen Vertrag gibt oder ähnliches. Es wird ein Zombie-Modus dazukommen, aber kein rundenbasierter Zombie-Modus. Warum sollte man aus den Fehlern aus der Vanguard-Zeit auch lernen, sondern wieder, naja, derselbe Scheiß wie in Vanguard im Prinzip. Ob ihr Bock habt oder nicht, weiß ich nicht, bin kein Zombie-Fan, ist aber die Info, die wir zumindest, was die Beta angeht, schon haben. Modern Warfare 3 wird jetzt noch 3 weitere Karten bekommen und Infinity Ward hat gestern wortwörtlich im Interview mit Dexterto gesagt, eigentlich dürfen wir es wohl gar nicht verraten, wir machen es trotzdem, die letzten 3 Karten, die wir gemacht haben, die sind für den Competitive-Bereich gedacht. Ja, das Problem ist, dass die CDL-Season, die Competitive-Season, in 4 Wochen beendet ist. Das heißt, wir werden in MW2 Competitive-Karten bekommen, die für Competitive dann niemals gespielt werden. Einfach in der Versenkung verschwinden. Kann man jetzt von halten, was man möchte. Wenn ihr mich jetzt fragt, was ich davon halte, dass MW3 kommt oder generell ein neues COD, und dann kommt immer die Frage, kaufst du es dir? Ich will euch das so ehrlich beantworten, wie ich kann. Und wenn ihr dann deabonniert, dann ist das euer gutes Recht. Aber ich werde das ehrlich machen.
Ich kann diese Ausgeburt von Spielen von Activision nicht hypen. Ich kann mich nicht mehr darauf freuen. Zu sehr bin ich in den letzten eigentlich 4 Jahren jedes Jahr aufs Neue verarscht worden und hinters Licht geführt worden und betrogen worden und weiter verarscht worden. Werde ich mir das neue Call of Duty kaufen? Selbstverständlich werde ich das und ich werde es auch vorbestellen. Warum mache ich das? Ich habe seit 3 Seasons keinen Battle Pass gekauft, weil die absolut schwachsinnig sind. Aber ich sag's euch, wie es ist. YouTube ist nicht meine Haupteinnahmequelle, Gott sei Dank im Leben. Und auch Twitch nicht. Und auch meine Werbedeals, holy 10%, die neuen Sorten sind noch da, auch nicht. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man es macht oder nicht. Und am Ende des Tages mache ich YouTube zur Hälfte, weil es Geld bringt und zur Hälfte, weil es Spaß macht. So ehrlich sollte man sein, wenn irgendeiner da draußen sitzt und euch sagt, er macht YouTube und Twitch und all diesen Aufwand, einfach nur, weil es ganz witzig ist, kann jeder seine eigene Meinung zu haben. Selbstverständlich werde ich es kaufen, natürlich spiele ich die Beta, natürlich streame ich die Beta und natürlich werde ich Videos darüber machen. Aber wenn das Spiel scheiße ist, wird es halt Kritikhagel und Feedback von mir. Und wenn es scheiße bleibt, dann wird es so sein wie jetzt, wo viele Creator ja gar keinen Content mehr machen oder ganz andere Games, so wie ich komplett auf Tarkov geswitcht bin einfach. Und der einzige Grund, warum ich in Tarkov nicht so viele Videos mache, ist, dass es dem Kanal langfristig echt schadet, weil die Aufrufzahlen da im Vergleich zu COD-Videos einfach sehr niedrig sind. Das muss man auch ehrlich so sagen, deswegen mache ich bei Tarkov aktuell halt wirklich nur Videos, wenn es mir wirklich wichtig ist. Und ansonsten können alle, die bei Tarkov Lust haben, sehr gerne bei Twitch vorbeischauen, denn da streame ich es 4-mal die Woche. Und einmal die Woche machen wir so einen Community-Tag, wo wir irgendwie Among Us spielen oder Fortnite, ein Windchasen oder auch mal 3 Stunden Call of Duty. Aber dieses Gefühl, wenn ich Call of Duty starte aktuell und dran denke, wie das Game aussehen wird, was da in 5, 6 Monaten kommt, das macht mir Angst, um ehrlich zu sein. Also das, was wir da kriegen, wird absoluter Scheiß sein. Es gibt nichts, was mich dazu veranlasst, zu sagen, dass es ja durchaus sein könnte, dass dieses Game und dieses Produkt gut wird. Es wird, und so ehrlich sollte jeder Creator sein, der mit Call of Duty vielleicht auch seinen Lebensunterhalt finanziert. Und ihr seid die Zuschauer, ihr mit euren Klicks sorgt sozusagen für das Einkommen der Leute. Jeder sollte so ehrlich wie möglich zu euch sein. Es gibt kein Parameter, kein Argument dafür, dass man sagen könnte, das kann ja nur gut werden. Weder ihr Sledgehammer hat uns schon immer gerettet, das ist Bullshit. Sie haben Vanguard verkackt, sie haben WW2 am Anfang verkackt, sie haben Advanced Warfare verkackt, auch wenn es da ein paar Fans gibt, aber halt wenig. Sie haben keine Entwicklungszeit gehabt. Infinity Ward ist immer noch verantwortlich und übersieht das Ganze. Es wird nichts anderes sein als ein Lückenfüller, mit dem Activision frisches Geld generieren möchte. Unter dem Vorhang wird dann eben diese zweite Warzone-Karte kommen. Da gibt es jetzt keine großen Infos, wie die aussehen könnte. Werde ich dann später berichten, wenn es da irgendwie was zu gibt. Und spekulieren finde ich auch Quatsch. Es könnte alles sein eigentlich. Activision möchte nichts anderes, als dass wir alle richtig viel Kohle ausgeben. Nochmal, damit wir dann nochmal richtig viel Kohle mit Treyarch 2024 ausgeben. Und ja, es ist so, Treyarch 2024 ist tatsächlich ein COD, auf das ich persönlich mich schon freue, weil ich ehrlich gesagt die letzten 3 CODs jedes Mal hatten wir das Thema, dass Treyarch eigentlich über den Haufen geworfen wurde und denen gesagt wurde, ihr müsst jetzt das machen, ihr müsst jetzt das machen, macht Blackout, ihr habt noch nie ein Battle Royale gemacht, macht trotzdem Blackout, ihr müsst Cold War retten, Sledgehammer und Raven damals haben es nicht hingekriegt zusammenzuarbeiten, jetzt macht ihr dies, jetzt macht ihr den CDL-Modus, jetzt macht ihr den Zombie-Modus. Jedes Mal, wenn dieses kleine Entwicklerstudio voller Genies und genialen Leuten, die wie David von der Haar auch ein Herz für Gamer haben, einen Auftrag hatte, ein COD zu machen, ist das Ergebnis bei dem Ganzen, dass der Auftrag gecancelt wird und Treyarch plötzlich irgendeinen Scheiß machen muss. Das heißt, neues COD kommt dieses Jahr, Sledgehammer ist verantwortlich. Ich bin sehr gespannt, wie schlecht es wird. Darf man so negativ sein? Ich bin sehr interessiert zu sehen, was das Produkt am Ende ist. Was haltet ihr davon? MW3, natürlich wieder der Titel, damit man damit Geld verdient. Ist klar, wissen wir alle, brauchen wir nicht drüber reden. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da. Ich bin raus.